Was ist Bevölkerungsschutz? Der Bevölkerungsschutz in Deutschland sorgt dafür, dass alle Bürgerinnen und Bürger gegenüber großen Unglücken und Katastrophen sowie gegenüber möglichen Kriegsgefahren bestmöglich geschützt sind. Doch was genau gehört zu dieser staatlichen Aufgabe? Der Bevölkerungsschutz besteht einerseits aus dem Katastrophenschutz und andererseits aus dem Zivilschutz. Werfen wir zunächst einen Blick auf den Katastrophenschutz. Dieser wird bei allen Katastrophen, die außerhalb eines Verteidigungsfalls liegen, zum Beispiel bei Sturm, Hochwasser, großen Industrieunfällen etc., aktiviert. In Deutschland sind die Länder für den Katastrophenschutz zuständig. Die Innenministerien und Innensenatsverwaltungen der Länder sind die obersten Katastrophenschutzbehörden. Die Landkreise und kreisfreien Städte mit ihren Fachämtern bilden die unteren Katastrophenschutzbehörden. Im Falle einer Katastrophe kümmern sie sich gemeinsam mit den Hilfsorganisationen und Feuerwehren um die Sicherheit und die Versorgung der Bevölkerung. Die Bundesebene kann die Länder beim Katastrophenschutz unterstützen. Der Bund tut dies auch bei den meisten Katastrophen auf unterschiedliche Art und Weise. In diesen Fällen sprechen wir dann von Amts- bzw. Katastrophenhilfe. Doch wann geht es um den Zivilschutz? Dieser greift bei kriegsbedingten Gefahren für die Bevölkerung, denn für diese Aufgabe ist nach unserer Verfassung der Bund zuständig. Der Zivilschutz ist Teil der sogenannten zivilen Verteidigung, die das zivile Gegenstück der militärischen Verteidigung ist. Der Zivilschutz beinhaltet dabei alle nicht-militärischen Maßnahmen im Verteidigungs- oder Spannungsfall, die dem Schutz der Bevölkerung dienen. Zudem sorgt er dafür, dass die öffentliche Infrastruktur aufrechterhalten wird. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk sind die Zivilschutzbehörden des Bundes, die dann originär zuständig sind und zum Einsatz kommen. Und genau wie der Bund die Länder im Katastrophenschutz unterstützt, unterstützen dann die Länder den Bund im Zivilschutz. Ressourcen des Bundes und der Länder kommen gegenseitig zum Einsatz. Bundesfahrzeuge und sonstige Ressourcen können von den Ländern im Katastrophenschutz eingesetzt werden. Umgekehrt stellen die Länder und die im Zivil- und Katastrophenschutz mitwirkenden Organisationen ihre Kräfte und Fähigkeiten für den Verteidigungsfall zur Verfügung. Durch dieses System greifen die Ressourcen von Bund, Ländern und privaten Hilfsorganisationen eng ineinander und bilden so ein integriertes und aufwuchsfähiges Hilfeleistungssystem. Wenn es zu einem Katastrophen- oder gar zum Verteidigungsfall kommt, sind Bund und Länder also Seite an Seite im Einsatz. Bevölkerungsschutz ist eine ideelle Gemeinschaftsaufgabe, bei der die gelungene Zusammenarbeit besonders wichtig ist. Doch wie wird die Zusammenarbeit von Bund und Ländern gewährleistet? Auch beim sogenannten integrierten Hilfeleistungssystem gilt: Übung macht den Meister. Um Gefahren jeglicher Art begegnen zu können, führen Bund und Länder zum Beispiel seit 2004 gemeinsam die Übung Lükex durch. Hierbei werden verschiedene Szenarien simuliert und die Zusammenarbeit von Bund und Ländern geübt. Doch ein besonders wichtiger Akteur darf im Bevölkerungsschutz auf keinen Fall unerwähnt bleiben. Sie. Denn auch Sie leisten einen ganz wichtigen Beitrag für den Bevölkerungsschutz, wenn Sie sich auf verschiedene Notsituationen vorbereiten und wissen, was in einem Notfall zu tun ist. Selbstschutz und Selbsthilfe sind unverzichtbare Bestandteile eines wirkungsvollen Bevölkerungsschutzes. Wie genau Sie sich für alle Fälle vorbereiten, erfahren Sie unter notfallvorsorge-bbk.de.